Ja, Leute, hier, wie die kleinen Kinder. Toll, der ist so. Wie die kleinen Kinder. Ich hab's auf Video. Wo ist er? Vom Wölfen konnte ich noch nie. Das gilt nicht. Frank, begib dich aus der Schussbahn. Das ist doch wie gut. Einen hab ich noch. Mist. Aber komm ich nicht. Aber wenn der Stefan nicht zum Schnee kommt, dann kommt der Schnee zum Stefan. Ist das nicht schön? Der Frank, der will immer gerade überall hinlaufen. Haben wir gestern schon Quittung gekriegt. Müsste vor 3 Videos gewesen sein. Jetzt krieg ich eine Abreibung. Das hab ich gewusst. So ist der zu mir. Ja, so. Der ist so gemein. Der hört nicht auf damit. Jeden Tag. Ja, das muss mal einer, die Frisur sitzt, Frisur hält. Hier, Leute. Ja, dann würde ich mal sagen, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es nicht so viel Strecke vielleicht. Wir fahren gerade das Pimmelsjoch runter. Ich nehme euch jetzt noch ein ganz kleines Stück mit hier hin. Und dann gucken wir mal, dass wir mein Problem gelöst bekommen. Probleme mit meinem Fuß. Wir haben auch eine Theorie, warum. Es ist so, dass mein Schuh 2 Beulen innerlich hat, genau da, wo der Schleder da ist, zum Schalten. Und wir sind jetzt 2 Tage hier in den Dolomiten gefahren, jetzt hier mehr so ein bisschen nördlicher. Und ich habe das Problem, dass eine von diesen Beulen, die in dem Schuh sind, mir auf meinen großen Zeh drückt und der sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Wir haben auch eben mal angehalten. Ich habe schon mal gesagt, ich zeige eigentlich nicht so gern meine Füße, muss ich ja gestehen, aber ich zeige es euch mal, dass man weiß, warum ich hier am Rumheulen bin. Ja. Es ist so, dass wir die Theorie haben, dass ich natürlich normalerweise meine Monster S4 Alpha oder die hier, aber die meisten Kilometern habe ich natürlich mit der S4L abgespult. Jetzt ist es so, dass wir uns denken, dass der Schalthebel so eine kleine Delle in dem Schuh gemacht hat. Und jetzt bekomme ich durch das viele Fahren mit der roten hier an einer Stelle daneben auch so einen kleinen Knick, so einen kleinen Hubbelbubbel. Und die zwei sorgen jetzt in Kombination dazu, dass das auf meinen Fuß drückt. Ja, unschöne Geschichte, es brennt. Also es ist nicht so sehr angenehm und wir sind noch ein paar Tage hier. Dementsprechend würde ich das Problem gerne irgendwie eliminieren, bevor der Fuß abfault, ja, so nach dem Motto. Wir haben jetzt da in einem Laden angerufen, beziehungsweise der liebe Stefan, und die haben genau die Schuhe, die ich hier auch anhabe, haben die da in neu, in klar, kannst du kaufen, was sie kosten, weiß ich noch nicht, in meiner Größe. Und die wollen wir jetzt haben. Es ist so, dass die hier nachmittags Siesta machen. Bei uns machen die Geschäfte ja auch zu, ich meine, so ist ja nicht, ne? Und da wollen wir jetzt nach Meran fahren, mal ein Eis essen, ja, und warten, bis der Laden aufmacht, in der Hoffnung, dass ich meine Druckstelle dadurch wieder ein bisschen beruhigen kann, dass diese Fläche oben, die Plane, sich ein bisschen, das Problem so ein bisschen von meinem Zeh weg konzentriert sich halt einfach, ne? Ich weiß gar nicht, wie es da soll. Datum, das ist jetzt mein, ne? Das will ich jetzt. Ich will jetzt was essen und dann will ich Schuhe kaufen. Gut, dass ich meine EC-Karte dabei habe. So viel Bargeld hätte ich jetzt nicht bei mir. Wir haben auf dem Hotelzimmer haben wir ein Schloss im Schrank, ein Safe. Und da ist eigentlich immer so das Wichtigste drin. Und dementsprechend wird da immer nur so ein bisschen was rausgenommen, was man braucht. Ja? Ja, das ist wirklich unheimlich schön hier. Wenn ihr die Auffahrt sehen wollt, dann bitte ein Video zurück. Ich
hole mich jetzt mal bei den anderen wieder in die Kommunikation mit rein. Euch zeige ich jetzt gleich mal, was wir auf dem Weg nach Meran vielleicht noch sehen oder direkt Meran. Ich habe ja keinen Schimmer, wie das hier abläuft. Und dann gucken wir mal, ob wir mein Problem gelöst bekommen und was wir danach machen. Jo. Machen wir so, ne? Machen wir so. Tunnelballern! Das hat sich Aram angehört. Ja! In Meran angekommen. Stehen wir. Bip. Moin. Dude. Also hier bei Städte, da musst du eigentlich immer, kann man fast sagen, meiden, meiden, meiden. Oder? Weil da kann eine Stadt so schön sein mit der City oder so, wie sie will. Aber bei 30 Grad verliert es an Charme, wenn hier so Verkehr ist. Komm mal da rüber, da ist der Fluss in der Mitte. Ja, ja, das sieht auch da hinten, das sieht auch cool aus. Das war das, was ich durch die Bäume gesehen hatte eben. Fand ich ein. Nee, Fußgängerzone. Dann halt so weiter. Ja. Oh nee. Wir runter erstmal. Ah, das kann natürlich sein. Vielleicht könnte man sogar auf die andere Seite, ne? Zentrum. Ja, also schon schön hier. Wow. Hey, guck mal da, die sind alle am Füße kühlen da unten. Ich will auch meine Füße kühlen. Siehst du, aber hier ziehe ich mich die Badehose an und gebaden. Kaffee-Restaurant. Also so. Was hätte ich hier genommen, das kleine Ding da? So klein ist mir dann nicht, ey. Also ich habe keinen Schimmer. Ganz schön heiß unterm Helm, ey. In Meran angekommen, brüllend heiß hier. Brüllend. Ich geh kaputt. Ich sitze in der Sonne. So, ich hoffe, hier wird jetzt aufgenommen. Meine Kamera streikt ab und zu. Ich habe jetzt hier die Session wieder abmachen müssen, die ist knallheiß. Ich gehe davon aus, hier im Stadtverkehr, da dann liegt das. Kriegt ihr die Hitze vom Auspuff ab, schaltet die sich ab. Und wir fahren jetzt mal eben schnell hier in Meran zu einem Motorradklamottengeschäft. Ich gucke mal, ob ich nicht noch funktionierende Stiefel kriege. Die Schuhschleifer hätte ich gerne noch abgemacht. Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo im Bordwerkzeug einen kleinen Imbusschlüssel haben. Die habe ich nämlich schon mal einen verloren und dann muss ich die nachkaufen. Dann würde ich mir die jetzt hier abschrauben, schmeiß die Schuhe weg und fahre mit den neuen in der Hoffnung, dass mein Fuß wenigstens nicht noch schlimmer wird. Das ist eigentlich das. Wenn der so bleibt, wäre okay. So Leute, ich pausiere euch, weil ihr seht, dass das langweilig wird. Hat euch aufgenommen? Dich hat aufgenommen. Wenn man denkt, es könnte heißer nicht werden. So, Freunde, Satz mit X, war nix. So, dich war jetzt so. Die haben da alle kleine Füße. Nee, jedes Schuhmodell nur einmal da. Und ich hätte mir jetzt hier meine Schuhe kaufen können in Gelb. Für viel mehr, wie ich dafür ausgeben möchte. So, das ist kein blutiger Zeh mehr. Ja, das weiß ich ja noch nicht mal. Mach nicht bei Amazon bestellt. Aber ich kaufe mir jetzt keinen Slutty-Schuh. Ja. Und jetzt sind wir von einem Laden zum anderen geschickt worden, ey. Und ja, fahren aber dafür jetzt noch einen kleinen Umweg. In der Hoffnung, mein Fuß möge es mir verzeihen. Damit wir noch ein bisschen schöne Strecke kriegen. Ui. Ja, da war hier Split. Oh ja, ich bin auch weggerutscht. Das sind, jetzt ein bisschen weiter weg. Das sind ganz fiese Steinchen da. Ja, ich finde das durchaus geil, Leute. Ich finde das, ja, find das durchaus interessant, wenn man anderen das mal zeigen kann hier. Nein. Muss ja kein Pass sein in dem Sinne. Kann auch einfach mal eine schöne Strecke sein. Nee?
jetzt habe ich es. Und wenn ich nochmal hier bin, dann weiß ich, wo man mal schön langfahren kann. Jetzt haben wir mal einen Checker vor uns. Ja, also, da habe ich echt Angst um meine Außenspiegel. Ja, er hat nicht viel zum Ausweichen. Das ist das Problem. Er kann nicht viel anders. Alter, was ein Brummer. Kriegst du Angst, wenn dir so einer entgegenkommt? Platz hier oben ist ja. Richtig Platz. Jawohl. Thomas pockt. Genesien. Ja, nee, aber guck dir das halt mal an. Ja, das sieht geil aus. Geil. Das sieht gut aus. Hammer. Wow. Das sind Dolomitis, Junge. Ja, eben. Das hat meine, ja. Guck mal gleich runter, geradeaus. Krass. Also so groß haben wir das noch nicht gesehen. Nee. Da kannst du ein Panorama draus machen, ne? Wahnsinn. Wow. Dann gleich irgendwo nochmal anhalten. Wollen wir hier oben bei dem Feld nochmal anhalten? Ihr seid verrückt, ey. Blick aufs Feld, das kriegst du nie wieder. Stellt sich hier vor einen Misthaufen. Überleg, das ist ein Moped sogar noch ein Stück davor zu stellen. Nee. Wenn ich jetzt schon... Mal gucken. Sag mal Bescheid. Ja, ich denke, hier müsste es doch irgendwo... Oben bei dem Baum? Hier müsste es doch besser, oder? Irgendwie... Warte mal. Ah, da, ja. Ich hab nicht... Ja, bei dem Baum, ne? Ich habe eine Stelle, die gefällt mir. Jetzt haben wir heute so viel geschwitzt, dann macht's das jetzt auch nicht. Ja, aber das, guck dir das doch mal an. Der Jan ist müde. Wie es der Stefan schon richtig gesehen hat, hier richtig geil hinter uns, während unserer Wir retten meinen Fußtour. Und ich blende euch ein paar Bilder ein, weil wir natürlich fleißig waren und damit ihr auch ein bisschen mehr sehen könnt. Ja, so machen wir das. Jump into the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young, it doesn't matter what we do. There ain't nobody like. So, nehme ich euch noch ein ganz kleines Stück mit darunter und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Der vierte Anlauf. Fünfte? Ich komme schon durcheinander. So, Leute. Noch ein bisschen schöne, schmale Strecke. Google Memo. Hier, die haben sie wieder. Schön im Asphalt. Ja, aber die geht noch richtig rum. Da, Steine. Falschen Gang. Scheiße. Traktor. Ja, falschen Gang. Ach, schön. So ein bisschen im Schatten. Das tut ja, total. Hier, wow. Oh, hier die Hütte. Ja, die Hütte hier. Ja, hier wohnen, ey. Ach, dahinter ist ein Campingplatz. Dahinter ist alles voller Wohnungen. Ah, die haben natürlich eine Aussicht. Mega. Aussicht, ne? Ja. Der Blick wandert nach links. So, da wollen wir runter. Nach Bozen. Der Flughafen sieht ja geil aus. Ja, das stimmt. Du siehst da die Stadt- und Landebahn. Cool. Ah, da unten wird es warm und voll. Wollen wir gleich wieder schwitzen. Langsam haben wir Übungen drin. Und rum. Und nochmal rum. Und nochmal rum. Und nochmal rum. Ist mir nicht eng genug. Nochmal rum. Also hier ist so eine Riesenstadt. Und dann fährst du hier so runter. Das sieht da cool aus. Das wird warm, ja. Das merkst du jetzt schon. Ja. Hohoho. Hab das Ziel schon eingegeben. Ja. Ziel ist eingegeben und markiert. Ja, die geht auch rum. Ja. Geht rum. Cool, muss man mal gemacht haben. Ach, das ist die jetzt, ne? Das hört jetzt nicht auf. Wir sind jetzt Tunnelkurve. Ah. Ja, das verstehe. Ah, okay, verstehe ich. Also jetzt haben wir ja schon 360 Grad gleich, ne? Aha. Da war der Tunnel und da unten kommt die erst wieder raus. Ja. War wie eine Spirale. Ja. Und ja. Krass. Ja, das ist echt krass, ey. Das finde ich ja cool. Das habe ich ja im Leben noch nicht gefahren, so. Alter, kaum sieben. Ja, die hört nicht auf. Das sind... Müssen wir mal nachher auf der Karte gucken. Ich glaube, das sind 540 oder wenn nicht sogar über 700. Ah, okay.
den du da rumrotierst. Ja. Das heißt, wenn du ein bisschen schneller bist, wird dir schwindelig. Könnte passieren. Nee, du musst so schnell fahren, dass es die Fliehkräfte ausgleicht. Ne? Ja. Wird dir nicht schwindelig. Nee. Cool. So, wir haben Potsdam. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, dass wir möglichst wenig schwitzen. Fall rechts. Richtig. So, ich würde sagen, der Stefan lotst uns jetzt und ich gucke nur, ob es stimmt. So, so sieht das hier mitten in Bozen aus. Und die Luft steht. Ich hoffe, die haben da irgendwie so einen kleinen Wasserspender oder so. Gucken wir mal. Da hänge ich mich dann erst mal runter, während du den Beratungsmann hast. Wieder heiß. Je nachdem, wie teuer die Schuhe sind, lassen sie dich vielleicht mal aufs Klo. Jetzt bin ich gleich gespannt. Der größte Laden hier. Ich bin mal gespannt, was das bedeutet. Hoffentlich haben sie nur Rossi-farbene Schuhe. Ja, warte, nächste. Nochmal an. Oh. Ist das unangenehm? Ah, ein bisschen schon bei der Hitze. Alles klar, mach ich weiter. Die Kuh ist frei, ne? Wenn wir geradeaus fahren. Wir fahren geradeaus, du hast ja recht. Ui, moin. Stefan, hast du eine neue Freundin? So? Ja, guck mal links. Ja, guck mal links. Jungs. Ja, ja, ich weiß. Ich wette mich ja auch mit der. Jetzt werde ich überholt hier. Alter, du, wie gemein. Es kratzt an meinem Ego. So Leute, 300 Meter. Willkommen in Italien. 100 Meter. Juckt auch. Ja, der ist scheiße, alles ja. Scheißegal. Ja. 34, was steht da? 36. Ja, dann sind wir bei 36. Wir nehmen die 36. So, hier, muss der hier, wheel up, ihr fahrt gerade dran vorbei. Warte, das sieht aber da sehr... Seite. Ah, dann drehen wir... Nee. Doch, 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 doch. Doch, da ist was. Ach, fangt jetzt? Ja, fangt hier drum, bringt ja nichts. Da steht ein Moped. Megastore per Blabla. Ja, Megastore, da bin ich ja mal gespannt. Die haben alles verrammelt, damit die Klimaanlage nicht so viel zu tun hat. Alter, ist das heiß, ja. 15 bis 19 Uhr, alles gut. Ja, alles. Checken wir die Lage. Ich bin total gespannt. Moin! So. So, Frank, alle da. Quasi. Nee, nee. Thomas, ah, nee, Thomas, der Leitwolf ist noch nicht da. Jetzt kommt er. Und es ist gerade frei, Feuer. Jetzt fahren wir erstmal aus der Stadt raus. Aber sowas von doch. Oh. Also und ich dann muss ja sagen, schicke Schuhe, Thomas. Ja, die passen gut. Ja, ja, jetzt habe ich zum blauen Helm mal zum Moped wenigstens die passende Schuhe gekriegt. Ja, aber die von hinten sieht das ziemlich cool aus. Mhm. Ach Gott, oh Gott. Du musst ja eh noch einen roten Helm kaufen. Ich will jetzt schalten, Leute. Das kann ich euch sagen. Schalten wie ein Weltmeister. Ich wenn wir jetzt nicht das Magnesium-Funk spielen, ich muss jetzt wissen, ob die Scheiße funktioniert, ey. Ich habe ein gutes Gefühl. Ziemlich gutes. Aber jetzt erstmal raus hier. Hier hat Kalli wieder mal was gefunden für uns, ey. Wow, darf uns keiner entgegenkommen. Haben wir was Schönes für mich rausgesucht? Ja, haben wir was Schönes für dich rausgesucht. Üben, üben. Aber hier kann man ein Auto gejagt, das ist geil. Alter, mächtiger. Ist jemand hinter uns? Hinter mir, hinter euch nicht. Ja? Aber macht nichts. Ja, aber wir müssen mal ein bisschen dranbleiben, dass das Intercom nicht abreißt, Thomas. Ne? Ja, ich bleib so lange dran, wie ich das kann. Ich kann gerade. Ja, genau. Kein Problem, ganz ehrlich. Ich kann gerade nicht anders. Ja. Alter, mächtig. Das ist ja krass hier hoch, ey. Auf jeden Fall. Meine Fresse, ey. Aber hier musst du echt immer mit Obacht, ihr könnt einer entgegenkommen, ey. Stefan, auf was ich für Ideen kommst du?
Also Stefan und Kalimoto, alter Mistiger, das haut rein hier. Alter Mistiger. Sind unsere Reifen überhaupt schon warm, ey? Ja, sind warm. Jetzt auf jeden Fall, berghoch schickt, ey. Die brauche ich auch gar nicht schalten, hätte ich mir gar keine Schuhe kaufen brauchen, ey. Das ist ja krass, ey. Ich habe alles hier, wenn einer rumkommt hier oben. Ja, bist du ein bisschen. Aber das ist ja. Du hast ja sogar Spiegel manchmal dran, ne? Wow, abgefahren, ey. Steine? Oh, hab ich direkt gemerkt. Oh, Leute. Meine Fresse. Ich stell dir vor, du wohnst hier, ey. Ja, die Hausstrecke, geil. Ah, Ort. Hä? Nee. Ist ach so. Der Gemeinde. Ja. Auto. 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 Wayne's World, Party Time, excellent. Die krasse Straße, ich also glaub, so eine Straße. Hat jetzt doch so ein bisschen Grinsen noch. Ja, glaube ich auch. Heute war er der Saure. Und ich glaube, dass mit dem, das war die beste Strecke, das überdenkt er jetzt nochmal. Also das habe ich ja noch nicht erlebt hier. Also so eine, und hier der Teer ist klasse. Die macht jetzt richtig zu, da muss ich mal. Ich habe immer Angst. Ah, jetzt haben wir mal einen Ort. So, ja, jetzt warten wir erstmal. Das war lang? Hey, wir warten jetzt erstmal. Es geht weiter nach oben. Ist das krass, ey. Wow. Ich kann ja Frank reinnehmen, glaube ich, oder? Tester, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nee, aber wie gesagt, mein Zehner ist eh. Ah. Meins ist eh gleich aus. Ja, ja, weil du warst mit Jan gekoppelt. Ah. Ja. Meine Fresse! Ey, das ist eine schöne Strecke für Feierabend. Ja. Also ja, wir haben auch gelästert, stell dir vor, du wohnst hier. Ja. Zack, ich arbeite in Bozen und wohne in, wie heißt der scheiß Ort hier? Ja, wo ist denn man? Jawohl! Wangen. Geht noch weiter. Hier, Erdpyramiden hatten wir doch auch schon mal. Klobenstein, ja. Wir fahren jetzt nach Klobenstein. Ja, Klobenstein. Ja, das hattest du. Tut mir leid, da kannst du eigentlich die Pässe, wenn wir jetzt Pinsajoch gefahren wären, kannst du die Pfanne treten. Ja. So eine Dinger hier. Ja, das stimmt. Wahnsinn. Die dürfte halt keiner entgegenkommen, gell? Dass du da keinen Ärger hast. Also hier das war heute das Beste. Noch besser. Nochmal, also wenn du einen vor dir hast, hast du natürlich Probleme. Ja. Überhol hier mal jemanden. Ach so, ja, aber um die Uhrzeit. Ja. Um die Uhrzeit sind nur noch wir unterwegs. Wir können uns schon mal hinstellen. Ja, hast recht. Da ist er schon. Boah, da ist gerade der Szene gecrashed worden, weil der Stefan jetzt den Frank mit drin hatte und ich denke, Jan Sainz hat sich jetzt auch wieder mit Frank und immer wenn zwei zusammenkommen, dann fangen sie an zu brüllen, weil das geht so in die Ohren, das tut weh. 50, aber hier ist so eine Strecke, meine Güte. Also Wahnsinn. Aber ihr habt es ja gesehen, ich hoffe die Kamera hat das drauf. Ich hatte mal drauf gedrückt, ich wusste nicht, was uns erwartet. Hier kommt mal ein Auto. Oh Wahnsinn, Leute. Also das, da hätte jetzt auch keiner mit gerechnet. Wir hatten auch, das war ein Tonvorschlag vom Stefan und haben dann so kleine Abschnitte Kalimoto überlassen. Aber da musst du auch erstmal drauf kommen. So, Kühe, Bodenwellen. Ich mache jetzt langsam, weil hier im Bauernhof. Ah, da ist eh langsamer. Wegen der Baustelle. Also, das verstehe ich nicht. Warum machen die nicht pauschal hier, dass es langsamer ist? Weil, wenn hier Leute wohnen und machen, dann macht das doch Sinn, dass man langsamer fährt. Verstehe ich nicht. Naja. Na komm.
Sei nicht so. Und ich würde auch sagen, diese Aussicht kann man sich hier fallen lassen, ne? So. Da ist der Jan. Und ich räume gleich von hinten das Feld auf. Ja. Spaß. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein, ha? Leute, ich würde was sagen. Ganz kurzes Video, das machen wir bumm, zack, kommt das hochgeladen. Mal was ohne Aufwand für mich, ja? Ich bedanke mich bei euch fürs dabei gewesen sein. Gerne einen Daumen nach oben. Gerne den Kanal abonnieren. Ihr müsst das Glöckchen anmachen, dann werdet ihr informiert, wenn so Videos kommen. Wenn Standard ist, freitags 19 Uhr. Ansonsten kommt auch schon mal was in der Woche. Und das bekommt ihr nicht mit, wenn ihr da nicht drauf gedrückt habt. Und dieses, meldet euch ruhig mal bei YouTube an, wenn ihr so sporadische Gucker seid, weil wir YouTuber alle miteinander, ja, die anderen sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das motiviert uns, Videos zu machen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Dafür macht man das, ja? Okay, das ist wieder so ein orangener Mülleimer. Okidoki. Ich bedanke mich und macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das ging ja gerade so. 30, Alter.